Genau so. Gut, gut. Na, Mucki? Da ist die Kamera, kannst du reingucken. Sag mal, hallo. Da Vinci, ich bin Da Vinci. Ja, genau. Und was machen wir denn jetzt? Eine Frage habe ich jetzt. Ja. Was machen wir? Also. Bleiben wir hier? Gehen wir weg? Eine Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Naja, erstmal schieben. Bleiben wir hier? Gehen wir weg? Ich schiebe erstmal hier. Aha. Okay. Warte, pass auf, ich stelle dir den Stuhl dahin. Da kannst du dich denn da hinsetzen, wenn du das machst. Plastik. Ja, hat er schon ausgespuckt. Da. Vom Heißkleber, ne? Das bleibt auch da liegen. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz Kiste. Einfach. Ganz einfache Kiste. Wo sind wir denn? Komm mal her. Komm mal her, Bubu. Muckelchen, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, mein Muckelchen. Oh, mein Schatz. So ein Hübscher, ne? Bist du so ein Hübscher? Das Kaffee ist heiß. So, setz dich hin. Ja. Muckelchen. Das ist der Nächste. Das ist der Nächste, der Da Vinci. Nee, der Vivaldi. Der Vivaldi. Muckel. Ich bin ja Vivaldi. Jawohl. So, machen wir hoch. Hier, einmal, ja. Einmal noch quer. Einmal noch Vivaldi. Es ist ja bald vorbei. Genau. Hat denn der hinten an der Eier? Was klebt denn da hinten an der Eier? Da, was weiße da? Das ist ja bestimmt Katzenstreu. Eine Binde, was weiße, lange. Da, am Fell. Da, innen am Fell. Da, klebt doch was. Da, an der Seite. Ja, was ist das? Oh, was ist denn das? Hier, mal ein bisschen an Eier kräuen. Was ist denn das? Weiß ich nicht, kann ich sagen. An Eier kräuen. Oh nee, wir fangen mit Non-Food an. Mit den Kalendären. Mit den Kalendären. Kalendela. Ach nee. Ja? Trinkt hier weiter. Warte mal. So, musst du auch anmachen. Ja, Mutti muss auch anmachen. Mutti, Fadi. Muss auch anmachen. Muss ich auch anmachen. So. Ach, nee, Leute. Von bis man hier so. Bis man hier und so zusammen. Auf die Reihe gekommen ist. So. Hey, pretty baby, am I in your way? Walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Salve mortale. Salve mortale. Nee, das war beiseite. Ach nee, das war Salto. Salto mortale. Dam, dadadam, dam, dam. War eine schöne Serie. Ja, so. Hallo Freunde. Ich begrüße euch recht herzlich hier in diesem Theater. Ich auch. Prost. Prost. Wir waren bei... Wir waren erstmal einkaufen. Genau. Heute ist Mittwoch, der 1. Dezember. 1. Dezember. Genau. Dezember der 1. Der 1. Dezember. Wir waren einkaufen bei... Zuerst waren wir beim Action. Ja, dann waren wir bei DM. Dann waren wir bei DM. Und dann waren wir bei Hit. Nee, ist falsch, Maus. Wir waren bei Action. Ja. Beim Aldi. Ach ja, richtig, stimmt. Ja, hast ja DM ja. Und Hit. Genau, genau. In der Reihenfolge. Genau. Genau in der Reihenfolge. In der Reihenfolge. Genau. Genau. Bei Action. Guck, ich zoome euch mal ran, warte mal. Ja, so. Guckt mal. Ist das nicht süß? Oh, ich fand das so süß. Das Männchen, das Kleine. Ja, 1,25. Aber ich fand das so niedlich. Ich finde es trotzdem niedlich. Das Mädchen mit der Mütze und so. Ist egal. Vielleicht das gab's das. Nö. Hätte ich drauf bestanden, günstiger zu kriegen. Haben wir nicht gesehen. Egal, 1,25 fand ich niedlich, wollte ich haben. Ja. Und dann? Dann
Dann hatten wir. Dann machen wir. Nee. Jetzt sind wir bei DM, genau. Wir sind jetzt bei DM, ja. Da hatten sie Adventskalender reduziert. Aber mächtig reduziert. Mächtig reduziert. Und zwar diesen hier. Und der Preis, der reduzierte, müsste da sein. Da, genau, 7,95 Euro statt 19,95. Genau. Und ich wollte den Omi eigentlich kaufen, ne? Den Adventskalender wollte ich Omi kaufen, aber ich habe nur gesehen in Größe 35, 38. Und ich gedacht, nein, das ist ja nicht zu Omi. Und ich bin so froh, würde mich jetzt so die Plätze ärgern, ja? Also wirklich. Da sind 24 Tage voll von den Socken. Ja, du bist voll von den Socken. Und zwar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5 mal kurze Socken. Also so Babysocken. Ja, irgendwie sagt man Babysocken, genau. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, 8. 8? Nee, 9. 9. Lange Socken. Und dann für meinen Sohn. Von Balea. Ja. Und der sollte auch 20 Euro kosten. Der sollte wohl auch 20 Euro. Ja, der kostet jetzt 6,5 oder 15 oder 18 Euro irgendwie so. Ja. Kriegt man ja schon wieder da Karton drin. Ja, Karton schon wieder. Ist schon in den Sockenkarton drin. Ja. Und das ist hier für 6,95 Balea Ink Man. Ja. Schöne Sachen drin. Also, guck mal, wie viel da drin ist. Ja. Ich meine, für 6,95 super. Ja. Kannst du nicht meckern. So. Genau, und jetzt kommen wir schnell zum Action. Jetzt gehen wir nach Action. 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 Ille konnte mal wieder doch nicht widerstehen. Ja. Oh, so süß. Halt mal hoch. Ich zoome dich mal ran. Warte, ich zeig's. Guckt mal. So kleine Wichtel. Die kommen noch auf unsere Weihnachtsstadt. Sie möchte das. Wenn sie das möchte, dann soll sie ihren Willen haben. So, dann geht's weiter. Dann hast du hier noch zum Essen für unterwegs, weil ich noch nichts gegessen hatte. 95 Cent. Ist, aber schmeckt gut, ist Biskuit. Dann habe ich noch Kaffee vom Palazzo mit dir. Ja, den kann man machen. Der schmeckt auch ganz gut. Ja. Milchschokolade. Cashew. Und Milchschokolade, Macadamia, Nüsse. Und dann haben wir uns hier noch kleine Zehen mitgenommen. Die sind 85 Cent. Ich hatte sie sonst immer, wenn wir zu Ikea gekommen sind, da kosteten sie 99. Naja, da habe ich erstmal noch mal ein paar. Man braucht sie ja doch immer. Ja. Und die 32er ist wirklich weit fast überall drin. Also hier diese Klopfzehen. Dann hat Ille gesagt, Fadi, ich bräuchte ja irgendwie noch mal ein bisschen was Neues. Naja, weil die andere ist schon so. Ist auch für Induktion. Ja. Sie kriegt erstmal einen über den Bregen. Eine neue Wokpfanne. Eine neue Wokpfanne, genau. 7,95 haben sie heute gerade in der Werbung geschichtet. Schön. Habe ich mir gegönnt. Ja. Genau. Gib mal jetzt eine Tüte drin. Ja. Sie haben ja kein Spielzeug, ne? Gar kein. Nein, die Muggelchen haben kein Spielzeug. Sie müssen mit den Einkaufstaschen und mit den Leerkartons spielen. Genau. So, dann waren wir beim Aldi. Bei Aldi wurde mich umgebaut. Ja. Alle neu gemacht. Ganze Weile haben die gebaut, ja. Und waren ein Vierteljahr? Na, wenn nicht noch länger. Ja. Im Sommer waren wir das letzte Mal da. Ja, jedenfalls. Wir waren jedenfalls sehr zufrieden. Ach so, bei Action noch die Geschichte erzählen. Haben wir noch vergessen. Du möchtest da rein. Ach ja, genau. Du möchtest da rein bei Action. Ja, dann steht denn vorne eine junge Frau. Impfausweis und Personalausweis, Führerschein oder ähnliches, um sich auszuweisen. Gut, Ille hatte ihr Handy nicht dabei, hatte aber da meinen Impfausweis. Impfausweis, ich habe mein Handy mitgehabt. Ich hätte gar nichts machen können. Nee. Mein Impfpass, den schleppe ich nicht mit in diesen Teil. Naja, jedenfalls, und dann habe ich dann, bis ich dann mein
Personalausweis gefunden habe, da habe ich einen Führerschein gezeigt. Ja, naja, gut. Also du musstest dich ausweisen, dass du auch derjenige bist im Impfausweis. Ja, das. Oder, ne? Die lassen nur Geimpfte rein. Lassen nur Geimpfte rein. Nur Geimpfte kommen da rein. Ungeimpfte kommen nicht rein. Ja. Unser Action. Wie gesagt, also nur mal so nebenbei. Ja, ne? Angesagt. Falls jemand zu Action will. Gut. So, also Eidiweil. Genau. Genau. Ja, genau. 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 So, also da fangen wir mal an. Brötchen. Wir haben hier nochmal so, was hast du jetzt hier? So zwei Bio-Weizen. Bio-Weizen und ich habe zweimal Geschlechtsbrötchen. Gehbrötchen. 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 Dann Tomaten. Lispentomaten. Ursprungsland Deutschland. Genau, aus dem deutschen Lande. Aus dem deutschen Lande. Genau, deutsche Tomaten. Deutsche Tomaten. Dann hatten sie Bananen im Angebot. 88. Irgendwie so, ja. 88 Cent. Ich habe mir schon eine richtig schöne grüne, weil ich habe noch welche. Und ja, die muss ich erstmal essen. Vermilchen. Die vermilche ich. Dann hat Ille Paprika mitgebracht. 80 Cent. Drei Stück. Weiß ich jetzt nicht, ob das Eröffnungsangebote waren, weil die haben ja am Freitag erst eröffnet. Oder ob, weiß ich nicht warum, so günstig, 80 Cent. Ich gehe mal davon aus. Das sind Eröffnungsangebote. Dann haben wir uns ein Landbrot mitgebracht. Hast du nicht mal mein Brot, andere Brot auch? Ja, alles andere. Okay. Auch toll, ja. Ein Landbrot? Ein Armbrot. Ein Armbrot, nicht ein Armbrot. Sie hat es auch als Armbrot verkauft. Ja, ne? Ja. Ich habe ja extra die Schilder noch drin gelassen. Genau. Ein Armbrot. Zum Abendbrot. Dann ein weißes Brot, genau. Ich weiß jetzt aus der Hand gerissen? Nee, nein. Nicht, dass ich wieder ein schlechtes Gewissen kriege. Dann hatten sie Batterien, 3,85 Euro. Und auch runtergesetzt. Ja, hatten sie auch von 4 Euro ein paar zerquetschten, hat sie auch runtergesetzt. Man braucht sie ja jetzt verstärkt, ne? Bakterien, genau. Bakterien. Nicht Bakterien, sondern Bakterien. Und nicht keine Bakterien, sondern Bakterien. Ja, ja, das hat doch eben gesagt. Keine. Oder Batterien. Ja, genau. Das obligatorische Marzipanbrot. Jetzt am Sonntag kommt ein Polizeiruf. Also dann ist das wieder fertig. Ach so. Dann hat Ille Champignons mitgenommen. Kulturchampignons, die waren auch preiswert. 1,11 Euro. Preiswert. 1,11 Euro. Preiswert. Preiselwert. So, und ich habe ja nun letzte Woche von Lille die Nosette mitgebracht. Die also hat sie nicht, also mir hat sie geschmeckt. Von Lille die Nosette. Ja, Milka ist mir, ja, wie soll ich sagen, cremiger im Geschmack. Oder so. Jetzt habe ich mir die, ich habe lange gesucht, ich weiß nicht, ob du mich vermisst hattest. Ja, ich habe dich vermisst, habe dich gesucht. Ich suchte und suchte und fand dann die Noisette von Smooth. Smooth. Also dann werde ich die auch mal probieren. Ne? Ich meine, man probiert sich ja mal. Jetzt willst du ja nicht probieren. Nein, jetzt will ich keine Schokolade probieren. Jetzt will ich keine Schokolade probieren. So, dann hat sie von Biscotto. Ja. Waffeln, 45 Cent. Igelwaffeln. Untergesetzt beim Aldi. Dann haben wir uns, das sind ja Kartoffeln, die du wieder nicht schälst. Ne? Babykartoffeln, ja, keine Drillinge, sind Babykartoffeln. Babykartoffeln, naja, also die kommen aus Frankreich. Die haben ja schon einen weiten Weg hinter sich. Ja, aus Frankreich. Aus Frankreich. Also hier so kleine, kleine Kartoffeln. Guck mal, die Beete. Die Beine in dem Karton, beide. Beide im Sockenkarton. Ja, gut. Und dann echt in einer Socke. Naja. Dann mein Walnussbrot. Ein Walnussbrot. Genau. Einmal Backpapier. Ja, also ich habe ja gedacht, das hätten sie wäre teurer geworden, aber das geht noch im Preis. Das Kackpapier. Also einmal Backpapier. Ja. Backen sie mal wieder Packpapier. Dann haben wir, ach Gott, ja, Milchleis. Ja.
Ist das dir zu faul, welche zu kochen? Ja. Mal kosten. Also gut, hat der kostet. Wir kosten uns mal durch. Na, ich sag mal so, es ging ja eigentlich relativ gut ohne Beobachtung, wenn du es in der Dori gemacht hast, ne? Ja. Da ging es ja. Natürlich, kann ich auch wunderbar machen. Wir haben keinen Milchreis da. Ach so. Und das geht halt, wenn man einfach Appetit hat auf ein bisschen Milchreis, dann. Also einmal Milchreis. Milchreis von Milzani. Von Aldi. Von Aldi, weil. Ob der schmeckt. Dann hatten sie Butter-Karigold. Ja, 1,39. Illes. Wird alle teure jetzt. Butter, Milch. Illes. Bevorraten. Meine Lieblingsbutter. Illes Lieblingsbutter. Wie hast du da genommen? 4. Genau, da unten liegen noch 3 Stück drin. 4 also Stück. Karigold. Lieblingsbutter. Dann habe ich einmal Tomatenmark mitgenommen. Und dann Tomatenmark, genau. 2 Dosen. Fein gehackte. Und was hast du? Achso, ich habe ja gestern lecker. Ach, hab ich doch ja nicht hochgelandet, Rezept. Wir hatten noch Reste, so Kassler Aufschnitt. Und daraus habe ich eine schöne Tomatensoße gemacht. Spaghetti mit Tomatensoße, also Kassler und Zwiebeln und Knoblauch und Oregano. Ach, muss ich noch hochladen, das Rezept, genau. Ja, da ist mir fast. Avocados, also ich habe gedacht, sind das Nektarinen. Ist mir fast unangenehm, das zu sagen, was die gekostet haben. Aber diese 5 Stück haben 1 Euro gekostet. Das sind Avocados, sind keine Nektarinen, sind keine Clementinen, keine Kiwis. Sind so ja Hass-Avocados. 5 Stück 1 Euro, ist mir fast unangenehm, aber... So, dann hat sie hier noch Knoblauch. Ja, da will ich machen, was auf hab ich ein Rezept gesehen. Schneidest du durch den Knoblauch, also einmal so in, ne? Und dann packst du den in Alufolie, machst ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, was man so alles macht. So. Ja. Und dann ab in den Backofen für 30 Minuten. Okay. Und dann kannst du den so rausdrücken und so zerquetscht und so ein bisschen Butter mit drin. Dann hast du eine schöne, boah, schmeckt, soll sehr lecker schmecken, will ich mal machen. Deswegen. Das ist eine Kräuterbutter. Oder? Ja, aber so ein Brotaufschnitt. So. Ach so. Brotaufschnitt, doch nicht Brot, auf, Brotaufstrich. Aufstrich. Ja, genau. Gut. Ist das schwer. Ja. Dann Milchquark, 3-mal. Ja, der Jason kommt, haben sie hier so Milchquark, hier so Leckermäulchen, haben sie runtergesetzt. Pfirsich Maracuja 1-mal. Einmal Erdbeere und einmal Käsekuchen. Genau, einmal Käsekuchen und einmal Erdbeere. Wie gesagt, der Jason kommt. Dann hast du hier noch Krevetten mitgenommen. Ja, waren auch um 30%. Die mache ich uns in ein bisschen Joghurt. So ein bisschen so als Snack. Ach so. Als Cocktail. Ach so. Bis zum 7.12. Ja, bis 7.12. Müssen wir das hinter uns gebracht haben. Dann hast du hier noch ein bisschen... Ja, so kleine Schokotäfelchen, naja. Als kleine Mitgabe, sagt man Mitgabe? Beigabe. 1,99. Also Gramm, 300 Gramm, kannst du aber nicht meckern, ne? So kleine Weihnachtstäfelchen, ne? Und dann haben wir kleine Mäuse hier, Milchmäuse. Genau, Milch, nochmal für den Jason. Milchmäuse, mal gucken. Ja, was für Jason haben wir haben noch gekocht. Was haben wir da eingefroren? Den blauen Kohl. Auflauf, ne? War das? Ja, nein, dieser Bombe. Ach ja, die Bombe und noch was. Mit Soße hatten wir was eingefroren. Ja, irgendwie so was. Ja, genau. Essen haben wir für den Jason. Dann hat Ille hier. Ach ja, Red Bull. Nur Pflege, schöner. Pflege, 88 Cent. Ich meine, ich trinke zwar sonst nie Red Bull, aber für 88 Cent gönne ich mir das mal. So, und dann noch eine Mousse Schokolade. Das ist eine schöne Verpackung hier. Na, kannst du wieder gebrauchen, ne? Bestimmt. 30% runtergesetzt. Und dann und die müssen wir essen bis zum 6.12. Haben wir Zeit, jetzt zu essen. Also bis Nikolaus. Bis Nikolaus. Und jetzt habe ich jetzt hier noch was hier passt hier gar nicht rein. Und jetzt, was haben wir für den, ich will mal Carlito sagen, für den Da Vinci bezahlt? Heute beim Aldi? Der ist unbezahlbar. Der ist unbezahlbar, genau. Die sind unbezahlbar, die Mäuse. Die sind unbezahlbar. Die sind echt, Leute, ey. Es ist doch wirklich, ich meine, wir haben viele Katzenliebhaber unter uns.
Das ist doch kein Zufall, dass die genau, dass der, wie der Vivaldi, der mich ausgesucht hat, er hat mich ausgesucht, dass der den Charakter von Carlito hat. Ich meine, er kommt, er schmust, er legt sich hier hin, ich kann euch ja noch wieder was einblenden. Wie Carlito. Und der Da Vinci, der ist wie die Samira. Legt sich bei mir rein. Ist doch kein Zufall. Kann kein Zufall sein. Ne, ja, ich packe eben dabei mal hier schon mal wieder alles ein. Vielleicht geht er dann ja von alleine da raus. Sitzt doch da drin, ja? Ja, sitzt immer noch da drin. So. Ist doch kein Zufall. Okay. Komm mal raus. Ja, die Jungs werden schon schwerer. Die Jungs werden schon schwerer. Mummelchen. Ja, das sind schon richtig schöne Kerle. Na, jetzt gehen bald Schnippschnapp Eier ab. Ja, lass mal runter, bevor wieder Fäden zieht an der Bulli. So. Hallo? Warte. Also, ja, gut. Genau, dann kommen wir, gehen wir jetzt zu Hit. Zu Hit Ulrich. Genau. Aber das, die Verpackung, das hätten sie auch ein bisschen anders machen können. Mit den Strümpfen, ne? Ja, hätten sie wirklich ein Fenster machen können. Ja, irgendwie sowas hätten sie machen können. Aber gut. Ist egal. Ist egal. Aber dann schön, du kannst jeden Tag eine Weihnachtssocke anziehen. Ach, und dann. Ach so. Ja. Und dann musst du auch noch Weihnachtslieder singen, was? Natürlich. Halleluja! So. Also ich fahre ja momentan auf das Weihnachtslied. Ach, eigentlich schon die letzten Jahre, eigentlich von Chris Rea. Ja, von Chris Rea, schon immer. Da fahre ich ja nun völlig drauf. Wie heißt das? Sing mal an. Ich kann jetzt nicht singen. Ich kann jetzt nicht singen. Ich singe jetzt nicht hier. Driving Home for Christmas. Driving Home for Christmas, genau. Ja. Oh. Do you speak English? Honey, I do! Ja. Soll ich mal so eben mal jetzt weitermachen? Ja, mach mal weiter. Ja, du kommst gleich in eine Pfanne, du. Es gibt dann gleich Pfannen-Ragout à la Da Vinci. Da Vinci. Also, wir sind dann, nein, wir waren ja eigentlich vorher, nee, wir sind, nachdem wir bei AD waren, sind wir dann zu Hit gefahren. Genau. Die Reihenfolge ist. Das sind Batterien. Was willst du denn, Mobilchen? Da ist nichts. Das sind Batterien. Das ist Red Bull. Fliegen musst du nicht. Leg dich da mal hin. So, also, dann ist, wir waren. Also, wie gerade fing das an mit der Ujurke. Und da hat Omi gesagt, aber eine wollen wir doch essen, also nehmen wir zwei mit. Also haben wir zwei Jurken mitgenommen. So, ne? Und deswegen auch die Batterien. Ne? Die werden dann hier so. Kommt hier ein Schlitz drin, dann wird die Batterie rinnischung und dann rattelt das Ding. Rattel, rattel, rattel im Karton. Bong, bong. Jetzt ist eine Socke, gefallen. 59 Cent bei Hit, bei woanders 99 Cent. Alter, das war ist ja ein guter Preis, wa? Nein, das sag ich dir, du. Das hältst du im Kopf nicht auf. Hältst du im Kopf nicht aus, du. Dann eine Paradiescreme, Creme des Jahres, Südseetraum, Milchcreme mit Kokosflocken. Genau. Lecker Rezeptidee auf der Rückseite mit Batida de Coco. Darf ich? Na, aber bitte, nimm es mir nicht aus der Hand. Habe ich dir das aus der Hand genommen? Nein, okay. Nein. 59 Cent. Und dann noch eine Sahne Karamell. Da fährt sie momentan voll. Ja, da reicht mir so ein bisschen Salz mit rein. Voll. So salzige Karamell. Mhm. Ja, Moment, damit ich auf Karamelltrip. Karamell. Komm, die Joghurt schmecken lecker. Hast du selber auch gesagt? Ja, natürlich. Ne? Natürlich. Denn zwischendurch war irgendwie auch noch mal was Süßes angesagt worden. Wonderland Black Edition. Aber das ist mit, wirklich mit Lakritze und Fruchtgummi, ne? Naja, Lakritze, dann mal gucken. Schon die Verpackung alleine sieht toll aus. Also, warte, ich zoome euch mal ran, damit ihr was sehen könnt. Hier, guck dir mal die Verpackung. Ist die nicht schön? Nein, nein. 45 Cent bei Hit Katjes.
Dann hätte sie Hitschies. Hitschies, ja. Die saure Drache. Die Schauspielerin Hischler heißt die. Ne? Ich mag zwar die bunten Geschmacksrichtung Flore. Ach, hier Brombeere ist das. Geschmacksrichtung. Vegan. Oh, lecker. Oh, mag ich unheimlich gerne. Lasch dein Ding. Also, ist neuerdings mein Favorite, so saure. Katjes klimaneutral, Wunderland Pink Edition. Genau, die hat letztens jemand mitgeschickt, hat uns letztens jemand mitgeschickt im Geschenkpaket. Und die sind so lecker, da habe ich mir heute nachgekauft, die sind mega lecker. Ja. Was esse ich denn, Rosa? Momentan in meine Speiseröhre spinnt die wieder. Nichts bleibt drin. So, dann hatten sie bei... Ich bin schon richtig vom ich fall bald vom Fleisch. Ich muss bald breitbeinig über den Gulli laufen. Bin bald abgemagert. So. Deswegen habe ich dich heute auch nicht gefunden. Ne? Ja, eben. Mich sieht man schon ja nicht mehr. Die hatten bei Kröger... Die hatten bei Kröger im Angebot. 1,99. Jetzt habe ich aber diesmal zugeschlagen. Ne? Ja. Also zweimal hier Latte Macchiato. Den habe ich aber erst gar nicht gesehen. Den habe ich gesehen. Den hat Mutti gesehen, genau. Also Mutti hatte ja die auch ihre Brille nicht auf. Also und dann einmal Cappuccino. Der schmeckt mir, wie gesagt, du brauchst mir Nescafé nicht mehr mitbringen. Ist ja gut. Der schmeckt mir genauso gut. Ist ja gut. Also zweimal hier blau und zweimal beige. Habe ich schon mal erzählt, ne? Ich hatte meine Freundin. Ja, den hast du schon mal erzählt, du hast den Baumarkt. Aber wir haben ja auch neue Zuschauer, ne? Ich hatte mal eine Freundin. Eigentlich war das immer meine beste Freundin, aber nun seit Jahren nicht mehr. Egal. Mit der war ich beim Bauhaus. Wir haben damals vor 100 Jahren unsere Badezimmer gleichzeitig gemacht. Sie in Rot und ich in Blau. Und sie steht dann vor irgendwas, ich weiß nicht was, ob das Fugenzeug war oder weiß ich was. Jedenfalls brüllt sie durchs Bauhaus: Ille, komm mal, das haben wir auch in Beige. Ich musste so lachen. Ich werde das nie vergessen. Beige, beige. Beige, beige, ja. Beige. Dann genau. Hatten wir Kaffee. Gala. 2,69 ist ja mein Lieblingskaffee, ne, Gala. Und dann der wirklich mit 5 Bohnen oder 6 Bohnen, wie viele Bohnen sind es? 5 Bohnen, ne? Wo sind denn die Bohnen? Hier, das ist immer die Stärke. Ach, oder 5. 5 Bohnen, also 5 volle Pulle. Volle Pulle Bohnen. Bohnen, genau. Hast du Bohnen in den Ohren? Hast du was? Und was hast du dann? Gusbacus. Ach, Gusbacus habe ich dann in den Ohren. Hast du Bohnen in den Ohren? Ja, Gusbacus. Aber schon mal, glaube ich. Ich weiß es nicht. So, also, dann geht's weiter. Genau. Dani Posani. Genau, Sassi. 1 Euro. Sassi, da haben wir, da ist Dani er wieder. Dani Posani. Einmal hier mit Tricolor. Also sprich mit Vanille und mit Schokolade. Und Sahne. Schoko, Vanille und Sahne. Sahne. Und Sahne. Genau, weil die ist Jason. Also einmal. Und dann einmal Dani Posani. Normali. Das ist für Fanny. Genau. Das liegt schon, hat schon ein bisschen gelegen hier. Die Sahne ist, liegt schon etwas daneben. Liegt zum Brät daneben. Liegt schon so. Aber egal. Für Mutti ist es nicht. Nee, Mutti hat denn dafür? Mutti hat denn hier Karamell von Sylter Salatfrische. Oh, ey, wenn jemand bei Hit einkaufen geht, du bist Senfi oder wer? Luna. Luna, du gehst Glück, ob bei Hit einkaufen war. Ich meine, die sind teuer, 1,99, aber oh, wer Karamell mag, die sind so lecker. Aber nicht aus dem Kühlschrank, sondern ein bisschen stehen lassen, so Zimmertemperatur. Oh, die sind mega lecker. 2 Stück haben wir davon mitgenommen. Ja, dann haben wir bald genug. Dann kann ich die anderen Gläser einmal im Keller mal entsorgen. Wieso? Ich muss kochen, ich muss... Ich muss Gemüsepaste kochen. Ja, naja, warte mal doch, dass ich das Suppengrün runtergesetzt bin. Du wirst das nicht mehr erleben. Ich sterbe doch noch nicht. Dass das Suppengrün wieder so preiswert ist. Oder wir müssen Montag ziehen. Oder Freitagsabend oder Samstagabend. Den kriegen wir das wieder. Mittwochs. Mittwochs hat
Monier sagt. So, dann haben, also wie gesagt, dann nochmal so ein Karamell. So ein Karamell. Und dann brauchen wir jetzt so den Tomaten, brauchen wir irgendwie Mozzarella. Mozzarella. Hast du den leichten oder den normalen? Das ist normal, das ist klar. 45. Ich habe gar nicht das Licht nicht gefunden. Den leichten nicht gefunden. Wollten wir nicht vor der Weihnachtsstadt unseren Einkauf machen? Nö, wollten wir nicht. Wollten wir aber eigentlich machen. Eigentlich wollten wir es machen? Ja. Okay, machen wir das nächste Mal. Machen wir es nächstes. Also wie gesagt, Mozzarella für die Tomaten. Während der Weihnachtszeit wollten wir die Einkäufe vor der, haben wir ja letztes Jahr auch gemacht. Bist du sicher? Ja, da haben wir den Tisch immer dahin gestellt. Aber meinst du, dass wir das dann gemacht haben so? Ja. Guck dir die an, die Weihnacht letztes Jahr. Na gut, wenn du das so sagst, dann wird das wohl so gewesen sein. Ich glaube ja. So, dann kommt jetzt, ich habe jetzt euch genug erzählt, jetzt kommt jetzt komm ich genau. Jedenfalls bringt der, ach, Omi ist zum Paket DHL gegangen, weil, echt mal Leute. Julie Fien, Virginia Shop, ich weiß nicht, entweder mögt ihr meinen Nachnamen nicht, oder ich weiß es nicht. Jedes, also wirklich, bei fast jeder Bestellung entweder fehlt was oder es ist was falsch. Bei der letzten Bestellung hat ein Lack gefehlt, bei der jetzigen Bestellung hat ein Bit, haben sie mir ein falsches Bit geschickt. Also mussten wir jetzt zurückschicken und die schicken mir den richtigen Bit. Ich muss an meinen Nachnamen nehmen, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Oder bestellt noch jemand bei euch bei Julie Fien, hat der auch Probleme, dass ständig was fehlt? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht solltest du es mal zu mir schicken lassen. Ja, so habe ich erst überlegt. So, also, ich war ja... Wir sind jetzt in der Wurstabteilung. Genau, Omi war bitte Paket wegbringen, also bei Hit haben wir eine DHL-Station. Ich war dann an der Wurststation und dann sagt die an der Wurststation, heute alleine? Ich sage, ja, meine Frau kommt gleich, ja, ist noch ein Paket weg. Und sie sagt, wurde schon vermisst. Meine Frau wurde vermisst. Ist doch was Schönes, wenn man uns schon kennt, ne? So, also ich habe mit dir noch an der Wursttheke das Gänserelay wieder. Ich mag es halt. 100 Gramm, dann Fleischsalat, 138 Gramm, der ist übrigens sehr lecker, Luna, falls sie bei euch das auch haben, kostet immer, der ist sehr lecker. Dann habe ich 50 Gramm Berliner Jachtwurst mitgenommen. Und die Blockwurst? Ach, die ist da oben. Und für den Jason 100 Gramm Blockwurst. Und drei Paar Weißwürstle. Ja. Die sind echt lecker, weil die mit Kalbsfleisch sind. Und die sind wirklich lecker. Die sind wirklich lecker, ja. Achso, dann müssen wir euch noch eine Story erzählen. Haben wir das erzählt, dass ich viel zu viel bezahlt hatte bei DM? Nein, das haben wir noch nicht erzählt. Ja, naja, jedenfalls... sind wir fertig mit dem Einkauf? Ja. Wir sind... Nee, na, die Büchsen da noch. Das kommt doch, auch noch. Kommt. Ja, der erzählt jetzt erstmal die Story. Ja, ich also Ille sagt, ja gut, alles gut, pack ein. Und ich pack ein und ich sage, gib mir mal den Bon. Gib mir mal den Bon, das stimmt was nicht. Weil, ich habe mich auch gewundert. Genau, wir hatten eigentlich nur... Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja, nee, erzähle. Ja, willst du? Nein, erzähle du. Bist du jetzt böse? Nein, ich liebe dich. Bist du jetzt böse? Nein. Habe ich dir das jetzt vorweggenommen? Entschuldige bitte. Möchtest du das erzählen? Nein, erzähl du. Du erzählst das bitte jetzt. Bitte erzähl. Oh, wirklich? Erzähl es bitte. Nicht, dass ich wieder Ärger mit dir habe. Nein, du musst jetzt nicht weinen. Erzähle bitte. Das war nämlich so. Wir hatten eigentlich nur Bilder im Wert von 6,25 Euro. Richtig. Wir hatten eine Geburtstagskarte. Zwei Geburtstagskarten. Den kleinen Wichtel hier, den. Ja. Und die beiden Kalender. Und die beiden Kalender. Genau. Und da sollte ich. Und dann hat sie bezahlt 43 Euro noch was. Ja, da habe ich gedacht, ja. Ich habe gedacht, es stimmt irgendwas nicht. Aber ich wollte erstmal in Ruhe und so weiter. Dann riss Ille mir den Bon aus der Hand. Zu guter Recht. Gebe ich auch recht. Kann ich auch machen. Und sagt, das ist zu viel. Ich sage nochmal, naja, und dann. Dann habe ich gesagt, ich meine, gib mir mal den Balea. Er lag so auf dem Band, man hat diesen roten Aufkleber gesehen. Ich meine, er ist rot.
Achtung, rot. 7,95. Er zieht den vollen Preis ab und mit dem Sockenkalender genau den vollen Preis. Ja. Dann habe ich gesagt, Beginn des Ladevorgangs. Ruhig. Dann habe ich gesagt, nee, also sie haben hier den vollen Preis abgezogen. Ne? Naja, dann kam dann jemand, hat das reklamiert. Und dann meinte sie, was hat sie gesagt? Ob wir jetzt den normalen Preis bezahlen wollen. Nee, sie meinte, und sie möchten ihn doch zu dem reduzierten Preis. Nee, natürlich nicht. Ich möchte den vollen Preis bezahlen. Ach so, oder so, ja, ja. Das war wieder die Frage des Tages. Ja. Das war die Frage. Und dann kamen wir dann also bei DM raus. Genau. Ein älteres Ehepaar. Wir unterhielten uns noch, dass wir müssen aufpassen. Man muss höllisch aufpassen. Genau. Und dann sagte die ältere Frau, die auch mit ihrem Mann da einkaufen rauskam, ja, das sage ich Ihnen. Überall muss man aufpassen und so weiter. Und dann wird man doch angeguckt, wenn man was sagt und so weiter. Haben wir von den Kalender, wollte sie die Kalender sehen, haben wir ihr den noch gezeigt? Ja, genau. Und dann hatte ihr Mann in der Zwischenzeit wohl den Einkauf schon weggebracht. Genau. Und dann sagt er, kommt er an. Nun kommt er an. Und sagt, schmeißt uns diese beiden Dosen ins Auto und sagt, die hat einer im Wagen liegen gelassen. Wir essen das nicht. Ja. Zwei Dosen Chili con Carne. Von Podkicker. Aber Podkicker, ist Podkicker nicht Aldi? Ich weiß es nicht. Oder gibt es die bei DM oder bei... Ach nee, hier bei Hit bestimmt, wa? Ja, naja, warum sollte er Sachen von Aldi in seinem Einkaufswagen stehen lassen, wenn er bei Hit einkaufen ist? Ja, aber die hat er aus dem DM-Wagen geholt. Na, vielleicht... Das ist auch real. Nee, was hat er die uns ins Auto gepackt und meinte, die hat jemand klingeln lassen, wir essen das nicht. Und ja, so, haben wir uns gefreut. Ja. Ja, das war's. Das war unser Erlebnis heute. Und dann fährt man und dann kommst du da nicht durch Baustelle, wenn man wieder eine Sightseeing-Tour macht. Ja, das heißt, ja, aber du bist... Ja, die Neuen, genau. Die neue Unterführung bin ich durchgefahren. Cool, das hat aber lange genug gedauert, ja. Ne? Haben wir noch irgendwas zu berichten, zu erzählen, zu machen, zu tun? Ja, vielleicht, wenn denn Sendeschluss ist für... Ach so, für die Verlosung von Sonntag ist jetzt am Sonntag losen, beim zweiten Advent-Video losen wir den ersten Gewinner schon aus, damit er vor Weihnachten noch das Geschenk bekommt. Und schönen Dank für die... dass ihr euch das angeguckt habt. Die Aufrufzahlen sind zwar nicht so wie die Hutholz, aber trotzdem in Ordnung, nicht so wie die letzten Jahre. Lieben Dank, dass ihr euch das so toll anguckt und ja, damit supportet ihr uns, ne? Wenn ihr euch die Weihnachtsvideos nicht anguckt, dann fallen wir wieder runter. Also schön gucken. Ja. 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 Sonntag kommt das nächste Adventvideo. Und ach so, siehst du, wir wollten fragen. Habt ihr einen besonderen Wunsch, einen besonderen Videowunsch, den wir zum Beispiel zu einem Adventssonntag abdrehen sollen? Dann schreibt es bitte hier unter diesem Video in die Kommentare. Denn ja, noch haben wir Zeit, die Videowünsche aufzunehmen. Ne? Also wenn ihr einen besonderen Videowunsch habt, was ihr mal sehen wollt an einem Adventssonntag, dann schreibt es in die Kommentare. Keine Kekse backen. Ich mag keine Kekse backen. Ich habe nie gerne Kekse gebacken. Aber gut, ein paar könnten wir ja machen. Naja. Ja, ist ja gut. Ja. Ich habe gedacht, wenn Jesen kommt, aber ein paar Kekse backen. Ja, mal gucken. Na, der kommt ja jetzt am Wochenende. Ich freue mich doch auf den Kleinen. Ja, ansonsten, hinterher fällt mir wieder ein, was ich alles erzählen hätte können, wollen, sollen. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Die Uhrzeit ist... Das mit meinem... ja. Mit meinem... Habe ich dir schon erzählt, dass ich so getan umgestellt werde, dass ich eine Pumpe kriege? Na, das ist doch jetzt... war ja letzten... Ja, das war... Wann bist du da gewesen? Letzten Mittwoch. Nee, Quatsch. Ja, habe ich schon erzählt. Ja. Letztes Mal in der... Infusion. Nee, das habe ich schon erzählt. Dass da ja. So gut, aber ich kriege eine Pumpe und naja, werde ich euch dann alles zeigen, was ich da zu machen habe. Nächste Woche hat sie dann ihren großen Termin. Genau, meinen 3-Stunden-Termin.
Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, das war's von uns für euch. Ich finde nichts mehr. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir jetzt noch. Ich weiß nicht. Hinterher fällt es mal wieder ein, aber wie gesagt, Videowunsch einfach in die Kommentare und dann gucken wir mal, was wir machen können. Nächsten Sonntag, also nicht nächsten, sondern am Sonntag wieder einschalten. Da ist dann wieder eine neue Verlosung. Gibt tolle Sachen zu gewinnen. Und ja. Und wir losen den ersten Gewinner aus. In diesem Sinne. Jo. Hier ist der Bär los. Hier ist der Bär los. Die Katzen sind los. Die Katzen, ja. Die Katzen haben heute auch ihr erstes Türchen aufgemacht. Gib mir den Kalender her. Ja. Und ich bin ganz überrascht, dass da wirklich gute Sachen drin sind. Ne? Also, das sind nicht so eine getrockneten, also nicht so ein, was man so vom billigen Trockenfutter, ne? Sondern da sind wirklich Fleisch, getrocknete Fleischsachen drin. Schinken and Stripes, Chicken and Chips, Salmon, Chicken. Darum steht es auch in Deutsch. Hähnchen, Mini-Streifen und sowas alles. Also wirklich getrocknetes Fleisch. Das finde ich gut. Ja, da kam ja auch 5 Euro, ne? Also, naja, da muss ja auch ein bisschen was drin sein. Ja, ne? Also das erste Türchen haben sie heute schon aufgemacht und haben es. Ja, beim zweiten Anlauf haben sie es gefressen. So. Genau. Ihr Lieben, wir wünschen euch was. Krempelst schon mal die Arme hoch. Jawohl, es geht gleich los. Warte, wo ist denn mein Ach, hier ist er. Mach ja wieder Scotty bei mir. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bleibt zu Hause. Bleibt zu Hause. Und was sagen wir? Was sagen wir? Immer. Was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. Scotty, beam me up. Tschüss. Soll ich mal aufstehen?